Ich gehe jetzt erstmal dem Typen hier noch hinterher. Oder vielleicht können wir jetzt auch in den Pub rein. Achso, der sitzt da jetzt rum. Okay. Es sieht zumindest geöffnet aus. Oder? Ah, sehr schön. Jetzt sehen wir das Ganze aus dieser Perspektive. Ich glaube, bei Teil 1 war die Kamera halt hier, genau in die andere Richtung. Touristin. Ach so, das sind die beiden, die sich gestritten haben. Bobby, Tom. Ich glaube, ich quatsch mal mit Tom, ne? Dem gehört der Laden ja auch. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Ach so, okay. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Die haben sich bestimmt schon wieder gestritten, die beiden. Black Mirror. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ja, danke. Ist ja jetzt nicht so spektakulär. Was ist mit dem Aschenbecher? Warum steht er da so? Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby. Okay, können wir aber nicht mitnehmen. Fotos, wow, hier gibt es doch ganz schön viel. Achso, das sind die Bier... Ich möchte gern die Biergläser angucken, nicht die Touristin. Die Biergläser. Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Ja, das ist doch schön. Was haben wir hier für Fotos? Das ist auf jeden Fall der Pub. Das erkennt man schon mal. Fotos von berühmten Persönlichkeiten, die diesen Pub besucht haben. Beeindruckend. Sogar der Bürgermeister war schon hier. Wow. Unglaublich. Ich glaube, hier kommen wir jetzt gerade nicht besonders gut weiter. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Gut, ich glaube, dann gehen wir doch wieder zum Hotel zurück. Können wir noch mal eben mit dem Penner kurz? Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Will er nicht mit ihm reden? Ah, doch. Hey, was sollte das am Museum? Hey, kennst du mich? Du bist der Antichrist! Ja, ja. Bist du einfach nur weich in der Birne oder steckt mehr dahinter? Du kannst es nicht leugnen. Es ist in dir, in deinen Adern, in deinem Herzen, in deinem... Was soll in mir sein? Der böse Geist. Mir reicht's. In deinem Hirn ist nur Scheiße. Ein beschissenes Hirn, eingelegt in Alkohol. Spürst du es? Die Wut? Das Böse? Ach, fick dich! Ist aber echt so, ne? Der wird immer so schnell aggro. Also, der ist ja nicht unbedingt freundlich hier zu den Leuten. Habe ich eigentlich... Ich habe überhaupt keine Karte. Ist das normal? Müsste ich eine haben? Das wundert mich nämlich gerade. Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich... Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es sind nur die 12 Jahre, verstehen Sie? Nein. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Sie, ich meine, alle 12 Jahre.
Alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier. Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Oh nein. Miss Valley, kann ich ihn vielleicht irgendwie... Ach nein, entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte schon... Ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, ich... Okay. Sie hat aber mit Mary gesprochen. Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Ach Gott, der Mann mit seiner Angelina. Die ist doch längst über alle Berge, hoffentlich. Mit ihren weißen Stiefeln. Na, Mary. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Oh. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gordon's Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, Norman. Mary! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Na, super. Ach, er packt den ins Schließfach. Gut zu wissen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke. Sie haben schon genug getan. Das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter. Ich spüre es. Okay, ich möchte jetzt gerade mal eben ins Tagebuch gucken. Neueste Aufgaben. Mary hat einen Brief, der an Angelina adressiert ist, aber wer wusste schon, okay. Ob ich Mary erneut ablenken kann oder muss ich dieses Mal zu anderen Mitteln greifen? Was macht er denn jetzt hier vorne? Er liest Zeitung. Tasse Tee, Gästebuch. Mary genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Wir haben doch ein Schlafmittel. Wie wär's denn damit? So ganz unauffällig steht er da hinter der Säule, ist klar. Das war's. Schöne Träume. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Nein, danke. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Sehr wohl. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Oh, er nickt langsam ein. Mit dem Kopf im Nacken, genau. Mund auf, schnarchen, Zunge raus. Ausgezeichnet. Er schläft tief und fest. Mary schläft. Jetzt komme ich an die Fächer heran. Aber ohne Schlüssel oder Einbruchswerkzeug oder etwas in der Art bekomme ich das Fach mit Angelinas Brief nicht auf. Und Marys Taschen will ich lieber nicht nach dem Schlüssel durchsuchen. Das würde er merken und mich glatt der Polizei übergeben. Tja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe meinen Zimmerschlüssel und ich habe Angelinas. Ach, Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Okay. Mit einer Wunderkerze kann man nicht viel machen, mit dem Messer auch nicht. Schlüssel der Vitrine ist Quatsch, Streichhölzer. Nun, das ist eine gute Frage. Was sagt unsere Hotspot-Anzeige? Andenken, Postkarte, Schließfächer, Sessel, Fenster. Ich gehe nochmal eben hier hin.
Aber da haben wir auch nichts. Das war sein Zimmer, ne? Zimmer 12. Aber da kommen wir... Das ist mein Zimmer. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wird... Okay, ich gehe nochmal eben hier rein. Fernseher, Schrank, das ist das Bett. Uns bleiben ja nicht viele Möglichkeiten, ne? Ich kann ja jetzt nochmal gucken, ob er nach Willow Creek geht. Jo, das macht er sogar. Aber wie sollen wir hier was finden? Das scheint eine Bäckerei zu sein. Oder gewesen zu sein. Schwer zu sagen, ob das Gebäude noch genutzt wird. Es muss vor Jahren hergerichtet worden sein. Aber heute sieht es eher ungepflegt und verlassen aus. Mir fällt gerade ein, dass der Bobby doch gesagt hat, dass sein Bruder, der Tom, irgendwie kriminell wäre. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Guten Abend. Hm. Geschäfte. Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen. Auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst. Ach, sag bloß, der macht den jetzt betrunken. Ich hoffe, er trinkt nicht wirklich jedes Bier mit. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Ah, okay. Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Ey, was? Okay, Geschäfte? Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf! Wie der da drüben! Ja, das werden wir ja sehen. Trink mal noch ein Bier. Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bitte nicht! Ach, der Arme. Es ist aber für einen guten Zweck, lieber Bobby. So, nochmal über die Geschäfte. Nun sagen Sie schon, Tom. Nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die $50, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby. Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. $70? Luschenparty. Ich will $200. Bitte was? So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager. Nutzt mich nur aus. Na komm, Alter, trink mal noch ein Bier. Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los. Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Er liegt schon mit dem Kopf auf dem Tisch. Okay. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben.
Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben Sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben Sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Vielen Dank. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Ach, und der Bobby ist so lieb, ne? Und hat so einen Arsch als Bruder. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ja, das bist du auch. Naja, das zweitgrößte. Nach Tom natürlich. So, er pennt immer noch. Schön, schön. Ich hoffe, jetzt kommt keine Safe-Knack-Aktion wie bei The Raven. Warum sage ich's eigentlich? Warum sage ich's? Ich habe gerade auch keine Ahnung. Ich meine, warum? Das war eigentlich zu erwarten. Ich wüsste nur gerne. Ich hasse sowas. Also wirklich, solche Rätsel sind überhaupt nicht mein Fall. Ich wüsste gerne, wie ich das... Ach so, okay. Ich mach das einfach mal das ist ein bisschen weiter. Hier, glaube ich, und hier. Hä? Ach, muss das dann da oben her, ne? Okay, das ist aber nicht richtig. Also wie gesagt, sowas, das ist für viele von euch bestimmt total einfach und ihr blickt da durch, aber ich kann sowas absolut gar nicht. Ich kann mir dann auch nicht merken, was da jetzt irgendwie falsch ist. Ich muss jetzt nochmal eben genau drauf achten. Okay, also das Ding... Hä, müssen die alle einfach nur nach unten? Oh Mann. Ach, ich kann es ja auch... Aber ich kann es ja nicht weiter als so ziehen. Diese ganzen Zylinder hier, ne? Die müssen doch alle nach unten gedrückt werden, wenn ich das richtig verstehe. Kann ich dann nicht einfach... Warum bin ich so schlecht in sowas? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, guck mal, das ist doch schon richtig. Muss ich etwa einfach nur hier oben hochpacken und den Rest runter? Oh Mann, das tut mir echt leid, wenn ich mich gerade wieder doof anstelle, aber... Ich raff das Prinzip dahinter nicht. Oder muss das... Moment. Ach, nee, Quatsch. Die müssen... Diese Dinger hier müssen an der roten Linie aufliegen, ne? An dieser hier, meine ich. Ich guck mal eben. Also, das heißt, es muss hier ein bisschen nach oben. Es muss sogar noch weiter nach oben. Oh Gott, das kann jetzt Stunden dauern. Ich mach's mal so. Jetzt vielleicht ein bisschen weiter runter. Eventuell ist das doch zu hoch. So. Könnte doch passen. Jetzt habe ich beim zweiten nicht drauf geachtet. Mensch, das geht so schnell. Also gehen wir mal davon aus, dass das hier passt. Das muss hoch. So. Nein. Das muss auch weiter nach rechts. Oh Gott. Oh Gott. Ey, nein. Wie ich sowas halt absolut nicht mag. Es muss weiter nach links und höher. So. Ach so, natürlich. Jetzt blockiert das hier schon. Hä?
Ich kann das nicht. Das ist für mich wirklich... Böhmische Dörfer sind das für mich. Ich wäre echt ein schlechter Einbrecher. Zumindest was so ein scheiß Draht hier angeht. Mann! Oh, ja Gott, so passt's aber. Jetzt habe ich beim dritten aber nicht drauf geachtet. Also ich würde sagen, so passt es. Okay, da muss es viel höher sein. Ich probiere das jetzt hier gerade mal aus. Also eine Runde mache ich jetzt, bis ich die beiden richtig habe. Und falls das dann nicht klappt, werde ich das leider offscreen machen. Weil das jetzt wirklich... Shit. Stunden dauern kann. Warum? Ja, das klappt ja ganz hervorragend. Kann ich nicht da oben einfach hier so ein... Das geht ja auch nicht höher. Huch. Na, toll. Ja, was soll ich denn noch groß machen, wenn das hier eigentlich nicht so richtig passt? Scheiße. Leute, ich versuch's offscreen. Ich kann das nicht. Ich kann das echt nicht und das könnte jetzt wirklich volle 15 Minuten dauern und das hier ist auch schon wieder falsch, habe ich gerade gesehen. Also, wir sehen uns dann, wenn ich's geschafft habe. Das war's. Das Schloss ist offen. Sehr schön, endlich. Das hat jetzt echt ein bisschen gedauert, aber gut, ich hab's hinbekommen. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert.